Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ultima 4. Und wir legen uns jetzt erstmal mit den bösen Ork an. Ich bin mit Schwert bewaffnet. Dann greifen wir so an. Und die Yolo soll mit einer Schleuder angreifen. Sehr schön. Das geht doch schon mal sehr schön und einfach. Ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut in Pawn. Das soll bei der Armory sein, also da, wo man die Rüstungen und so Zeug kaufen kann. Also ich meine, um die Reagenzien zu kaufen. Da werden wir nochmal hingehen. Aber als allererstes würde ich vorschlagen, dass wir zu Lord British gehen. Ach, da sind wir. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu weit. Hoppala. Ey, ich wollte doch nicht angreifen. Gut. Ah, doch, er hat was übrig gelassen. Ich dachte, die hätten nichts übrig gelassen. Noch 20 Gold, das ist jetzt nicht so viel. Aber ich glaube... Ja, genau. Ich war zu weit östlich. So, dann wollen wir doch mal ganz kurz zu Lord British. Weil ein bisschen Heilung schadet definitiv nicht. Und er macht es ja auch kostengünstig. Sprich, er verlangt kein Geld. Und außerdem gibt es auch keine irgendwelche negativen Aspekte. So, das sieht auch schon wieder viel besser aus. 400 und 300. Und bevor wir weitergehen, würde ich auch noch mal ganz gern mir noch eine weitere Schleuder kaufen. Das machen wir jetzt als allernächstes. Sonst ja, gehen wir jetzt noch nicht. Das bringt jetzt noch nichts. Glaube ich. So, dann wollen wir hier eintreten. Und jetzt, wo waren die Waffen? Weaponry. Hier haben wir es doch. Wir wollen kaufen. Und zwar wollen wir eine Sling holen. Das ist die. How many would you like? Oh, einer, das langt. Und das war's. Wenn ich jetzt mal nachschaue, heißt es doch, wir müssten zwei Slings haben. Sehr schön. Gut. Dann wollte ich als allernächstes zum... Wisst ihr was? Ich gebe nochmals... gebe nochmal 10 Gold. Denn das haben wir jetzt noch übrig. Ja, was ich sagen wollte, als allernächstes wollte ich ja in den Dungeon gehen. Das ist noch sehr, sehr gefährlich und es ist, niemand rät einen dazu. Aber in den Dungeon The Sight, glaube ich. Oder Despise? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Muss nochmal nachschauen. Da kann man relativ gut ein bisschen grinden und beziehungsweise auch Gold verdienen. Und das war auf dem ersten Level des Dungeons. Die Dungeons haben immer mehrere Level. Ich glaube, 8 Levels sind das dann. Und auf dem ersten Level kann man relativ gefahrlos ein bisschen Geld bekommen. Und das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, gerade für den Anfang. Allerdings, ich bin ja jetzt schon ein Level 4. Oder Level 5 schon? Ne, Level 4 war es, glaube ich. Oder? Ja, ein Level 4 Paladin. Das heißt, ich kann noch 3 Gefährten dazu nehmen. Iolo haben wir schon. Das heißt, wir können noch 2 weitere dazu nehmen. Und es wäre ja blöd, wenn wir jetzt in den Dungeon gehen und zu zweit in den Dungeon gehen und das war's dann. Das heißt, ich würde mir jetzt halt noch jemanden holen. Und dann gehen wir zu dritt da rein.
Und da würde ich sagen, gehen wir in die nächstgelegene Stadt, wo wir auch jemanden finden können. Und das sollte in Yu, oder wie es auch immer heißt, sein. So, das müssen wir nur noch finden, wo das ist. Das ist nördlich von hier. Ach komm. Das ist ein Troll. So war das eigentlich nicht gedacht. Aber wir haben ihn noch gekriegt. Der wollte, glaube ich, gerade fliehen. Eine Schlaffalle. Na gut. Und 56 Gold. Ja, mit der Zeit kommt da schon was zusammen. So, hier müssen wir außen rum gehen. Das Gebirge. Und dann weiter nach Norden. Das sollte man jetzt zu einem tiefen Wald kommen. Ja, und da sieht man auch schon ein dunkler Wald. Und man sieht nichts mehr. Okay. Und irgendwo hier. Ah, da ist ja nicht so dunkel. Sollten wir doch eine Stadt finden. Die Frage ist nur, wo genau? Das war zu weit. Ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter runter. Oh. Ah, ein paar Räuber. Na ja, gut. Sollte jetzt nicht so das Problem sein. Außer natürlich, ich schieße irgendwo ins Dickicht rein. So, einer wieder weniger. Ja, war doch klar, die kriegen wir. 28 Gold. Ja, okay. Jetzt nicht unbedingt die Welt. Aber dafür wenigstens keine Falle. Hm. Irgendwo müsste hier eine Lichtung sein. Ja, sowas wie hier. Aber hier haben wir auch nichts zum Reingehen. Irgendwo muss es hier sein, also das weiß ich. So ungefähr weiß ich, wo es sein müsste. Das Problem ist... Ah, halt mal, das waren diese Fusselus-Anleger. Die Karte ist halt doch nicht so einfach zu anzuschauen. So, aber das macht ja nichts. So, dann wollen wir mal weitergehen wieder. Halt. Nur ein Ork. Das sollte jetzt kein Problem sein. Oh, was ist das? Noch ein Ork. Ein Etting. Schwer verwundet. Okay. Der sieht heftig aus. Aber er scheint auch zu fliehen zu wollen.
Sehr schön. Zwei Dings. Das sieht doch mal gut aus. So. Ah. So, also so kommt man nicht weit. Aber, naja gut, was soll's. So, verdienen wir wenigstens auch ein bisschen Geld. Das schadet eigentlich auch nicht. Hoppala. Okay, der Ork ist geflohen. So, jetzt bleiben wir mal hier. Das sind nämlich diese Flussausläufer, wo wir vorhin waren. Aber ich glaube, ich habe sie verwechselt gehabt. Die sind noch weiter südlich. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen weiter nach Norden gehen. Und da haben wir es doch. Das habe ich gesucht. Jo, das ist doch gut. So, und da haben wir dann wieder viele, viele Leute, mit denen wir reden können. So, wen haben wir denn hier? Ein Grip. Was ist denn das für ein Name? Aber egal. Job, er soll uns willkommen heißen in der Stadt der Gerechtigkeit. Okay, er erzählt uns ein bisschen was über die Gerechtigkeit und Wahrheit und, dass es mit Liebe zu tun hat und so weiter und so fort. Okay, was kann er sonst noch einen mitteilen? Mantra kann er nicht mitteilen. Rune kann er nicht mitteilen. Yes, this is a fair, eine gerechte Stadt. Ob wir es mögen? Sagen wir mal ja. Okay, sehr schön. Naja, gut. Ansonsten scheint er uns nicht wirklich was mitteilen zu können. Na gut, dann gehen wir wieder. Wir haben ja noch genug andere Leute. Ein großer Guardian, zum Wächter zum Beispiel. Gerechtigkeit meint nicht unbedingt die Schlechten zu bestrafen, sondern auch die Guten zu belohnen. Gut. Kann er uns was über die Guten sagen? Nö. Das war's wohl. Was haben wir hier unten? Dry? Dry? Was heißt denn Dry? Ach, mir fehlen so viele verschiedene Wörter. I'm a Ranger. Der auch Ranger heißt. Okay. Und er sucht ein Zuhause. Okay. Wo die Dings und Antilopen spielen. Nee, können wir leider nicht. Und der ist okay. Ist jetzt falsch geschrieben? Okay. Mantra. Ai. Okay, der kann uns wahrscheinlich nicht viel helfen. Und er schwätzt haargenau dasselbe mit uns, wie es aussieht. Schade. Was haben wir hier?
Sind wir interessiert an einigen Rationen? Nö, im Moment noch nicht. Wen haben wir da? Der nächste Guardian. Okay, das sagt auch haargenau dasselbe. Dann wollen wir mal mit der Druidin hier reden. Deren Name Druide ist. Naja, gut. Und wir sollen, wenn wir mehr über Gerechtigkeit wissen sollen, sollen wir am Schrein das lernen. Und der Schrein ist im Osten. Müssen wir nach Osten gehen und dann nach Norden. Und die Runa, ob wir sie haben? Nein. Wir sollen Talfort fragen. Er weiß über die Runa Bescheid. Wer ist Talfort? Okay, dann nicht. Was ist mit dem Mantra? Okay, aber ein bisschen wissen wir jetzt schon was. Das ist gut. Da geht's wahrscheinlich wieder raus. So, wer bist du denn? Und wieder ein Druide. Manchmal haben die wirklich nur, sagen sie wirklich nur genau dasselbe. Weil hier haben wir auch, ja, okay. Genau dasselbe wie vorher auch. Wen haben wir hier? Einen wandernden Druiden. Der genau dasselbe wieder sagt wie alle anderen. Da haben wir Frieda. Deren Job ist es wahrscheinlich zu betteln. Wegen dem armen kleinen Baby. Sie ist am Verhungern und krank. Das ist nicht gut. Der geben wir natürlich wieder ein bisschen was. Geben wir auch wieder 10 Stück. Da wir noch nicht so viel haben. Obwohl, wir haben mittlerweile relativ gut zugelegt. Naja, gut, aber egal. Healing brauchen wir eigentlich nicht wirklich was. Und warum haben sie mal jetzt hier drin? Pinrod, okay. Conceal. Fight ye for justice? Ich denke schon, dass wir für Gerechtigkeit kämpfen. Gut. The Druids chant the Mantra. Die Druiden chant the Mantra. Chant the Mantra. Okay, aber mit denen haben wir doch schon geredet gehabt. Mantra. Chant. Okay. Dann reden wir mal ganz kurz mit den Druiden. Kann man jetzt hier Chant sagen? Komisch. Sehr, sehr, sehr seltsam. Ein weißer Richter haben wir hier. Ah, da haben wir Talfort. Gerechtigkeit ist Wahrheit in Aktion. Aber er soll uns über die Rune erzählen können. Es ist versteckt. Es ist wohlbehalten versteckt. Can you honestly claim to be godly? Ich denke schon. Daubvoll. Daubvoll. Habe ich wieder mal ein bisschen was falsch erzählt? Okay. Daubvoll. Habe ich mal wieder was nicht falsch verstanden. Wir sollen es in einer Zelle suchen. Und wo Felon drin ist. Felon?
Ja, okay. Was ist mit Mantra? Natürlich nicht. Was ist mit dir? Pinrod. Moment. War das nicht auch Pinrod? Ja, okay. Vielleicht liegt es am Dings, an den U4, was ich da noch installiert habe. Nicht U4, XIM4 oder wie es auch immer heißt, um es ein bisschen besser zu machen, dass es hier ein paar Probleme gibt. Ich hoffe es zwar nicht, aber naja, schauen wir mal. Dann hätte ich gesagt, machen wir hier Schluss und machen hier beim nächsten Mal weiter. Und dann schauen wir mal, ob wir es finden. Die Rune in irgendeiner Zelle, ob wir das alles finden. Dann sage ich mal danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!